Es ist genau 21 Uhr. NDR, Radio Niedersachsen. Musikland. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Rudolf Krieger. Und bei mir im Studio ist ein junger Musikschaffender, Peter Dewald. Schönen guten Abend. Guten Abend. Peter Dewald, Sie musizieren mit dem Synthesizer. Und ich denke, wir werden im Verlauf der nächsten Stunde uns über Ihre Musik unterhalten können. Damit aber unsere Hörer auch wissen, worüber wir uns dann unterhalten möchten, schlage ich vor, wir steigen ein heute Abend mit einem Klangbeispiel.
Peter Dewald, Ihre Musik entsteht rein technisch gesehen ja mit einer Maschine, mit einem Synthesizer. Wie funktioniert ein Synthesizer? Ja, man hat verschiedene Oszillatoren, mit denen stellt man eine Sinussynthese her. Man bekommt dadurch verschiedene Klänge erstmal, die dann umgeformt werden in der Lautstärke, im Verlauf, im Ausklang, in der Klangfarbe, die dann weiter mit Effektgeräten modifiziert wird. Und dann werden Klänge aneinandergereiht, übereinander gebaut, sodass ein Gesamtklanggebilde dadurch entsteht. Ja. Wie sieht das rein technisch aus, wenn Sie an dem Computer sitzen? Nein, Computer darf man ja nicht sagen, wir wollen ja vom Synthesizer reden. Ja. Wir können auch vom Computer reden. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie da eine Tastatur? Sicher, ich habe eine Tastatur. Da wird alles drauf eingespielt. Schlagzeug, genauso wie irgendeine Melodiestimme, genau wie Geigensounds oder Streichersounds. Das wird im Computer gespeichert, wird da editiert, Note für Note, vom Klang her auch umgeschaltet. Und dann entsteht irgendwann die fertige Komposition. Sind Sie bei dem Musizieren dieser Musik darauf angewiesen, Pianist zu sein? Nein. Ich bin darauf nicht angewiesen. Ich kann Sachen, die ich jetzt im Kopf habe und nicht spielen kann, bin ich nicht darauf angewiesen, die jetzt stundenlang zu üben und dann mir hinterher die Aufnahme anzuhören und zu sagen, das war doch nichts, also machen wir es nochmal ganz neu. Den Schritt kann ich mir sparen. Also ich kann es langsam einspielen, ich kann es Note für Note einspielen. Ich kann improvisieren, bis halt das draus geworden ist, was es werden sollte. Ja, und wenn dann noch ein paar kleine Verspieler drin sind, dann kann man das am Computer bekletten. Man könnte es vielleicht erläuternd sagen, dass man viele Sachen dort in Zeitlupe einspielen kann. Oder ist der Begriff Zeitlupe da fehl am Platz? Ja, nur das ist eine Geschichte, die auch Gefahren in sich birgt. Denn wenn man Sachen in Zeitlupe einspielt, man hat die Betonung nicht so richtig. Man hat die Anschlagsdynamik da nicht so im Griff. Und das ganze Feeling geht irgendwie raus. Also ich mache es lieber so, dass ich es einspiele und wenn es dann ungefähr stimmt, Feinheiten dann am Computer editiere. Gut, dann hören wir uns ein weiteres Stück von Ihnen an. Thank you.
Jetzt haben wir über die Entstehung der Musik aus rein technischer Sicht gesprochen. Was natürlich interessant ist, wie sieht es im kreativen Bereich aus? Zum Beispiel, welche Ideen liegen Ihrer Musik zugrunde? Die Idee, jetzt erstmal bei den Sachen, die ich heute hier vorstelle, ist eigentlich ein Tagebuch. Es sind Sachen, die eigentlich jedem passieren können. Zum Beispiel, dass man mal Wut auf irgendeinen hat, dass man Hass entwickelt. Und die Sachen schreibe ich halt nicht auf in einem ganz normalen Tagebuch, sondern ich musiziere mir das von der Seele. Und mit so einer Idee jetzt irgendein Gefühl oder irgendeinen Zustand zu beschreiben, gehe ich ein paar Wochen erstmal damit schwanger und lass mir das durch den Kopf gehen. Und wenn die Kompositionen und die Klangbilder fertig sind, sage ich mal, im Kopf, dann gehe ich da dran, das zu realisieren. Das dauert dann nicht mehr so lange. Ja, und bei der Komposition, da spielt erstmal der Klang eine große Rolle. Ich muss also als Synthesizer-Spieler einen Schritt vor dem normalen Komponisten machen. Und zwar muss ich mir den Klang ausdenken. Hört sich jetzt komisch an, aber als normaler Arrangeur hat man ja die Klänge präsent. Also man hat entweder eine Geige oder man hat ein Saxophon oder ein Schlagzeug oder so. Und das klingt halt so. Und ich muss halt oder kann, habe die Möglichkeit, mir einen Sound ausdenken, den es nicht gibt oder den es so noch nicht gegeben hat. Und von diesem Sound her oder von einer Melodie her gehe ich dann weiter und baue ein Stück auf. Sind Sie bei der Komposition dieser Musik denn auf diese Gefühlsangelegenheiten angewiesen? Ich frage das deshalb, möglicherweise muss man ja lang darauf warten, eine bestimmte Gefühlsbewegung aufzuspüren bei sich, die man dann in Musik umsetzt. Ja, das ist bei dem Tagebuch so. Man hat also auch andere Ereignisse oder ich habe andere Ereignisse, die mich da, sage ich jetzt mal ganz übertrieben, inspirieren zu einer Komposition. Und das kann also, man geht durch die Straße, hört irgendwo ein Motorrad oder ein Presslufthammer oder sonst irgendwas, was einem neu vorkommt, wo also irgendwelche Echo-Geschichten auftreten oder man kann halt auch mal mit offenen Ohren durch seine Umgebung laufen und einfach mal hören. Und bei mir ist es also irgendwie so, dass das Ohr, das Tor zum dritten Auge irgendwie ist, halt zum Gefühl, dass irgendwelche Geräusche oder irgendwelche Sachen, die meinetwegen auch im Radio laufen oder im Fernsehen stattfinden, dass die irgendwas in mir in Bewegung setzen. Peter Dewald, können Sie mal anhand eines Musikbeispiels erläutern, wie Sie da vorgegangen sind? Ja. Also das Stück, was wir gleich spielen zum Beispiel. Das nennt sich Times of Hate. Das ist eine Story, die eigentlich jedem mal irgendwann passiert ist. Man steht morgens auf und hat so direkt das Gefühl, der Tag ist verloren. Und auf der Arbeit gibt es auch nur Ärger und irgendwann platzt man. Man will nie mehr und schreit meinetwegen oder platzt innerlich und ist äußerlich ganz ruhig. Und diese Spannung, die bleibt halt den ganzen Tag. Und dann kommt man nach Hause und sagt sich, so, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles gegessen. Und irgendwie ist die Spannung immer noch da und man lässt es halt irgendwann an den falschen Leuten aus. Meinetwegen an der Frau, an der Freundin, an Kindern oder sonst an irgendwem. An Leuten, die mit der Sache an sich überhaupt gar nichts zu tun haben. Und dann kommt es natürlich wieder dazu, dass man irgendwelche Spannungen aufbaut, dass auch die Beziehung Spannungen kriegt und dass man dann halt irgendwann sagt, so, jetzt ist aber genug und sich dann drauf besinnt, was für ein Mist man da halt gebaut hat. Okay, das Stück wollen wir uns jetzt mal anhören.
Wir haben ja eingangs schon darüber geredet, dass es bei Ihrer Musik, Peter Dewald, eine enge Verflechtung gibt zwischen der Musik an sich eben und auf der anderen Seite dem technischen Sektor. Mal ganz persönlich bei Ihnen, wie ist das denn entstanden? War Ihr Interesse zuerst in Richtung Technik vorhanden und hat sich daraus die Musik entwickelt? Oder waren Sie musikalisch ambitioniert und haben dann die Technik hinzugenommen? Wie war das? Also die Entstehungsgeschichte ist ganz klar, hat das auf der Schule angefangen. Wir hatten einen Musiklehrer, der auch Physik gab, der sich auch für Synthesizer dann irgendwann interessiert hat, weil das ja so eine ideale Verbindung zwischen Technik und Musik ist. Und der hat uns mal einen selbstgebauten Synthesizer vorgeführt und da hat mich erstmal die Technik wahnsinnig fasziniert. Also die vielen kleinen Knöpfe und Buchsen und was man damit all machen kann. Und dann war halt die Technik im Vordergrund, wurde mal ein Synthesizer selbst gebaut, selbst entwickelt. Was kann man besser machen, was kann man anders machen? Und dann kam irgendwann die Sache, aha, da kommen Klänge raus, da kann man andere Klänge mitmachen, die man vorher also irgendwie nicht realisieren konnte mit einer Orgel oder mit einem, sage ich mal, einem ganz normalen Instrument. Und über den Klang dann habe ich mir dann auch irgendwann gesagt, ja, also jetzt hast du einen Klang, jetzt kannst du auch mal irgendwie Musik machen, halt die Klänge aneinander hängen und eine Melodie spielen. Und so hat sich das dann halt weiterentwickelt, dass man halt irgendwann ein ganzes Arrangement gemacht hat. Sie haben ja zu Hause eine ganze Maschinerie da stehen. Ist dieser Synthesizer und die Geräte, die dazugehören, im Eigenbau entstanden oder kauft man sich die Teile? Also irgendwann hat man dann die Nase voll von dem Eigenbau. Ganz einfach, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Also so, wenn ich jetzt einen vernünftigen Synthesizer entwickle und baue und verwerfe und mit einigen Fehlschlägen, dass mir das ganze Ding ausbrennt oder dass es sich verstimmt oder zu heiß wird, dann ist da ein Jahr um und man hat irgendwie musikalisch überhaupt gar nichts gemacht. Und dann sagt man sich irgendwann so, jetzt hast du die Nase voll, jetzt kaufst du dir halt so ein Ding und dann hast du es da stehen und kannst du jeder Tages- und Nachtzeit irgendwas damit machen. Wenn man eine Idee hat, kann man sie direkt umsetzen. Und der Eigenbau, das war halt so, dass dadurch der technische Background gegeben ist, dass man mit dem Gerät wirklich umgehen kann. Denn es ist nicht so, dass wie bei einer Gitarre, meinetwegen im Normalfall 6 Saiten, dieser Satz, der würde beim Synthesizer ein paar Wochen in Anspruch nehmen, um die Möglichkeiten oder die Grundangelegenheiten eines Synthesizers da offen zu legen. Und den habe ich halt mit dem Eigenbau und mit der eigenen Entwicklung dann abgeschlossen und weil es dann auch Pannen gegeben hat bei Konzerten und so, halt Eigenbau ist halt Eigenbau und etwas anfälliger für Aussetzer, sage ich mal, hat es dann irgendwann einen Bruch gegeben und habe gesagt, so, jetzt gehe ich lieber arbeiten und kaufe mir dann eine gekaufte Kiste. Und von dieser gekauften Kiste wollen wir jetzt wieder ein Klangerlebnis hören. Thank you.
So, Peter Dewald, wir haben jetzt über die Entstehung der Musik aus technischer Sicht gesprochen. Wir haben den kreativen Bereich angerissen. Sie haben erzählt, welche Ideen Ihrer Musik zugrunde liegt. Wir haben beleuchtet, was bei Ihnen zuerst da war, die Technik oder die Musik, die enge Verknüpfung. Jetzt kommt natürlich das, was immer so bei Journalisten gefragt wird, nach dem eigentlichen Genre. Das sind diese vielen Schubladen, in die wir Sie jetzt allerdings nicht reinstecken wollen. Es gibt ja die sogenannte New Age Musik, die sehr viel mit Meditation was zu tun hat. Zunächst mal erst die Frage, was für musikalische Vorbilder haben Sie eigentlich? Ganz klar Tangerine Dream, Schulze, Pink Floyd. So von Leuten, die auch singen, also jetzt nicht rein instrumentale Musik machen, halt Pink Floyd, Peter Gabriel, diese Leute. Wenn man jetzt Ihr Genre zum Beispiel, es gibt ja viele Hörer, die heute Abend uns zuhören und die denken, das ist so etwas wie New Age. Wie würden Sie das beurteilen? Hat Ihre Musik was mit New Age zu tun oder distanzieren Sie sich davon? Wo liegen da Abgrenzungen, mögliche? Ich kann mich davon nicht ganz distanzieren, weil irgendwo New Age Musik auch auf die Psyche wirken soll oder wirkt. Nur ich gehe da ein bisschen einen anderen Weg als die New Age Musik, und zwar New Age, glatt, weiche Komposition, eine schöne Melodie, nichts, was irgendwie störend wirkt. Halt eine Sache, wo man relaxen, ausspannen kann. Sag ich mal, jetzt übertrieben die Volume 10 auf CD. Ja? Und bei meiner Musik gehe ich einen anderen Weg. Ich baue das Gefühl oder die Sache, die ich erlebt habe, baue ich auf, musikalisch. Gehe da wirklich vom Anfang bis zum Ende, wo das Gefühl halt am stärksten ist. Und versuche dann jetzt einen Lösungsweg zu finden. Und den habe ich dann irgendwo mal gefunden. Ich sitze ja heute hier und den erzähle ich dann halt, wie ich es gemacht habe. Das heißt also, dass Sie im Nachhinein nicht an Ihre Musik herangehen und Sie schön, um den Zuhörer zu etwas zu gewinnen. Sondern ich vermute eher, ich weiß nicht, ob ich da auf dem Holzweg liege bei Ihnen, ich vermute eher, dass Sie wirklich das ausdrücken wollen, was sich im Inneren bei Ihnen abspielt und Sie den Zuhörer, wenn es den einen gibt, damit konfrontieren wollen. Konfrontieren ist richtig. Ich möchte aber auch weitergehen zu sagen, ihm ein bisschen Hilfestellung zu leisten vielleicht. Inwieweit? Es hat jeder irgendwann mal eine Situation gehabt, die, an die er denkt, wenn er meine Musik hört. Und die er vielleicht verdrängt hat. Und wenn er vielleicht meine Musik hört, erkennt er diese Situation, die wird also wieder rausgeholt, vielleicht aus dem Unterbewusstsein, im schönsten Falle, und wird nochmal neu überarbeitet. Und wenn man irgendeine Sache sich nochmal rausholt aus irgendeiner Schublade, dann ist immer die Chance gegeben, dass man irgendwie besser damit zurechtkommt. Aber Sie rechnen doch sicher damit, oder Sie müssen zwangsläufig eigentlich damit rechnen, dass Ihre Musik, wenn der Hörer das Konzept nicht vor sich hat, schriftlich fixiert, doch ganz anders assoziiert, als Sie assoziiert haben bei der Komposition. Ja, das Ziel ist jetzt nicht eine ganz bestimmte Wirkung, sondern das Ziel ist Beschäftigung, auch mit sich selber. Dass man mal wieder Zeit hat, sich selber zu befassen. Dass man sich Zeit nimmt, dass man die Ruhe dafür hat, dass man irgendwo auch sagt, okay, habe ich schon mal gehabt. Gut, denke ich nochmal drüber nach, halt Zeit zum Nachdenken. Und da halt in die Bahn in eine bestimmte Richtung zu leiten, aber jetzt nicht so wie beim Musikvideo vielleicht, dass man alle Fantasie genommen bekommt, sondern dass man seine eigenen Bilder dazu entwickelt. Und mir ist es ganz recht, wenn also sich irgendjemand eine ganz andere Geschichte zu der Musik ausdenkt. Hauptsache, er denkt sich mal eine aus. Ja, ja. Das geht dann allerdings tatsächlich auf die reine Zuhörmusik. Also ich glaube, dass das vielleicht eine ganz gute Abgrenzung ist zur New Age Musik, die ja berieseln soll. Gefühle, ruhige Gefühle erzeugen soll, und Sie wollen
Sie beanspruchen, sagen wir mal, dass Ihre Musik vom Hörer wirklich nicht verkonsumiert wird, sondern dass der Hörer sie ganz bewusst wahrnimmt. Ich glaube, dass jeder Musiker irgendwo ganz gerne will, dass seine Musik bewusst wahrgenommen wird und dass sie irgendwas bewirkt. Und das ist bei mir ganz genauso. Ja, ich meine, bei jedem Musiker vermutlich dann nicht, wenn dieser Musiker von seiner Musik leben muss. Denn wer von der Musik leben muss, muss die Musik verkaufen. Und es verkauft sich nicht alles, was kreativ entstanden ist oder kreativ hochwertig einzustufen ist. Insofern sind Sie vielleicht in der glücklichen Situation, dass Sie nicht darauf angewiesen sind, durch Ihre Musik oder mit Ihrer Musik Geld zu verdienen. Das will ich mir auch nicht nehmen lassen. Denn nur so, wenn ich also finanziell irgendwo abgesichert bin, kann ich voll die Musik machen, die ich machen will, wo ich persönlich denke, es ist gut. Und ich brauche auf keinen anderen Rücksicht zu nehmen. Dass ich also jetzt sagen muss, naja, die letzte Aufnahme hat keinem gefallen, aber mir persönlich hat es was gegeben. Aber jetzt muss ich schnell so nochmal die Schublade B aufziehen und da noch was rausholen, damit es wieder ein bisschen populärer wird, damit ich die Platte auch verkaufen kann. Und das ist nicht meine Absicht. Also ich will jetzt nicht unbedingt so viel verkaufen, dass ich also mich da in irgendwelche Zwänge reingeben muss. We'll be right back.
haben jetzt fast eine Stunde Musik gehört von Peter Dewald, deswegen meine letzte Frage. Peter Dewald, Sie machen seit vielen Jahren diese Musik, Sie musizieren mit dem Synthesizer. Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal eine völlig andere Musikrichtung zu praktizieren? Sicher, sicher. Der Background wird bleiben. Nur die Mittel, wie wir heute Abend auch gehört haben, die sind völlig unterschiedlich. Das klingt mal ganz nach dem, das klingt mal ganz anders. Und da will und kann ich mich nicht festlegen, weil das kommt von innen raus und man macht ja auch jeden Tag irgendwo was anderes, man erlebt was anderes und von daher wird die musikalische Ausdrucksform auch variieren. Was bleiben wird, ist die Musik. Ich werde wahrscheinlich, nehme ich mal an, immer Musik machen, weil es auch einen Ausgleich für mich bedeutet. Aber dass ich irgendwie ganz mit Musik aufhören will, kann ich mir nicht vorstellen. Das war im Grunde genommen schon ein sehr schönes Schlusswort. Peter Dewald, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich denke, dass unsere Hörer sich auch von Ihrer Musik haben faszinieren lassen. Unseren Hörern darf ich allerdings auch noch sagen, insbesondere den Musikschaffenden, wenn Sie Lust haben, mal beim Musikland aufzutreten und auch Gast zu sein, dann schicken Sie uns doch bitte aus den unterschiedlichsten Musikgenres ruhig mal ein Band, es müsste ein 38er Studioband sein, und schreiben Sie eine Biografie dazu und dann werden wir sehen, ob wir Sie vielleicht beim nächsten Mal hier zu Gast im Musikland auf NDR Radio Niedersachsen haben. Rudolf Krieger sagt Tschüss und wünscht noch einen schönen Abend.
22 Uhr. College Station, Texas. US-Präsident Bush hat vom sowjetischen Generalsekretär Gorbatschow weitere innen- und außenpolitische Reformen verlangt. In seiner ersten großen Rede zu den Ost-West-Beziehungen seit seinem Amtsantritt im Januar forderte Bush die UdSSR vor Studenten zugleich auf, für eine Abschaffung des Eisernen Vorhangs zu sorgen.